ab 8 Uhr morgen, Sonntagmorgen, bin auf dem Weg nach Zürich. Ich spiele heute mit Cool für den Xibris. Das längste Konzert von meinem Leben wahrscheinlich. Eine Viertelstunde. 15 Minuten in der Zeit. Den Laden zum Kochen zu bringen. Ich mache die Brücke. Schnell den Zwischenhalt. Dort treffe ich meine Freunde von Cool. Und wir fahren auch zusammen auf Zürich, wo wir auf Leute, wo das Ganze stattfindet. Ist immer so ein Parkplatz-Engpass. Und ja, jetzt wollte ich mal schauen, wie die Gesichter aussehen am Morgen früh. Wieder noch mehr Ärger hier. Jüngling hier. Morgen am weiss ich wie viel, irgendetwas nach den 9. Sag ich seine Augen ring auf die, ja, die Heiland. Ja, auf deine Brustwarze noch. Ja. Wie eine Halbpipe. Wie eine Halbpipe. Schon ein bisschen besser. Tante Ischi. Oh, leckst du so eine Scheissbestellung? Aber super. Er ist sensationell. Schau mal mit dir. Ja, das ist super. Ja. Ja, aber die Ischi gesehen, du voll gesehen. Nein, das Plugin ist erfinden. Der Thomas. Ich habe gestern nicht dort gefolgt, Der hat gestern auch gespielt, gell? Ja. Wo? In Küsnacht. Küsnacht? Am Rigi. Aha. Weißt du, wo das ist? Ja, am Rigi. Das wollte ich jetzt sagen. Aha. Los, ich muss mich jetzt konzentrieren. Jetzt kommen die, was ich kennst immer... Sie? Warte jetzt. Therese. Was ist denn du? Therese. Das ist, ich bin Freundin von Yvonne. Ah, voilà. Ja. Voilà. Das ist, Yvonne Reiche. Ja. Dazu mal. Ja, jetzt nicht mehr. Von Frutigen oder nach. Ja, Yvonne da Silva. Ja, da Silva. Du bist in Süden. Das ist meine Liebste. Ja. Du bist in Süden. Ja. Ich habe bei meinen Schiebe Road Movies gestern die erste Episode gedreht. Und sagst du, kennst du den Wein? Witz des Tages. So, kennst du Wein? Wer? Wein interessiert. Ja, lass jetzt. Witz des Tages. Das ist etwas anderes. Wir sehen den Witz. Du musst jetzt Witz. Ja, ich habe dann auch einen Witz. Aber ja, du darfst jetzt zuerst. Oder darf ich nicht? Du bist Witz des Tages. Also, du erzählst den Witz des Tages. Ich habe extrem ausgefallenen Sex. Meistens fällt er aus. Okay. Nein, das ist mehr herzig. Ja, das ist super. Warte schnell. Ja, jetzt geht es gleich los. Wir sind hier im Kaufleuten. Wir spielen heute Dex Libris. Wie fühlt man sich? Ja, beschissen natürlich um die Zeit. Also, ich weiß nicht, warum du so blendend aussiehst. Du redest mich auf. Das ist der Unterschied. Spät ins Bett gehen. Aber es ist mit Alkohol und es ist ohne Alkohol. Das liegt natürlich nur an. Wir haben einen 10 Jahre alten Sonnenschein. Nein, sicher nicht. Ja, was machen wir jetzt eigentlich hier genau? Das frage ich mich. Wir spielen 3 Songs. Sagenhafte 3 Songs. Unglaubliche 3. 2x4, 4 von Sehnsucht, 4 auf Flamme. Und dann noch unser Hauptschmerz. Ring auf 4. Ring auf 4. Hemmungslos. Mein Statement zur Lage der Nation ist, seit Nathalie Rickli in der Politik ist, finde ich das super. Wer ist das? Polly? Mit dir ernst, oder? Nein. Das ist die geile, blonde Sau im Töpies, die jetzt überall auftaucht. Ja, ist sie Model oder Politikerin? Ja, beides. Nein, eigentlich so ein bisschen zum Tag, habe ich gedacht. Könntest du vielleicht ein bisschen Revue passieren? Ja, so, ich habe selten mehr gemacht als heute. Das ist jetzt über da, hä? Ja. Ich bin früh aufgestanden, schon eine Gig gegeben, 500 Kreischen Divider vor mir gehabt. Super gewesen. Ja. Die Kiste an der Lappe hinterher gehängt. Der Rossellini hat die Schnitte gelenkt. Voilà! Ich werde euch noch schnell den Pad zeigen. Das ist der Zürich liebt. Ja. Yeah. Innig. Links. Innigst.
Hass stammt. Da wäre übrigens der berühmt-berüchtigte Hutus. Auch kein Grund, auf Zürich zu gehen. Wieso? Der hat ja eins. Der ist auch vorbei mit dem Hut. Schon geil gewesen. Schon beim Ausladen kommt wieder einer mit einem Hund und einem Wägel, wo sein Leben drinnen ist. Haben die noch oft da? Nein, nicht wirklich. Ja, wir haben dann hier ein Konzert. Ja, aber privat. Oh, geil. Freddy Hinz. Er hat sich dann vorgestellt, hey Pat, kennst du mich nicht mehr? Jetzt, als ich all die Indies geschaut habe, noch kurz nach Glanz und Gloria, ist mit dem neuen Gotthard-Sänger. Ja. Ist mir aufgefallen, dass der eigentlich etwas hat vom Giacomo. Plus die langen, fettigen Haare. Ist nicht in den Sinn gekommen, dass eigentlich der Nick Mather aussieht wie der fucking Freddy Hinz. Dann würdest du das Jeansjäckchen anlegen. Nein, der Giacomo kann das extrem gut nachmachen. Ohne die langen Haare, der hat das Gesäuer von Giacomo. Der Tosi ist heute ein bisschen auf dem Gesichtsfindungstrip. Also der Rickenbacher wäre der was heißt der? Der Rickenbacher ist der Bulli Herbig. Der Nick Mather. Der Freddy Hinz. Genau. Und ja. Gleich ist halt einfach der mit dem aus im Hosensack, oder? Das war es auch schon gesehen, Episode 2 von Kaufleuten Zürich. Relativ kurz, weil der Tag noch nicht so lang war. Jetzt bin ich tot müde. Es ist jetzt 2:30 und jetzt freue ich mich einfach, den Sonntag noch auszublanken auf dem Sofa und einfach nichts mehr zu machen. Mal an das nächste Wochenende.